Jo Leute, was geht ab? Mucka hier wieder am Start und wir sind wieder mal bei einem lang vermissten Thema, dem Vlog. Ja? Ich habe eine kleine Abstimmung gemacht. Was heißt eine Abstimmung? Ihr habt gesehen, wir möchten ein bisschen aktiver auf YouTube werden. Was heißt werden? Wir waren mal aktiv, aber wieder werden. Denn wir haben eine Zeit lang Motivation verloren. Ich habe die Motivation verloren, die anderen können ja nichts dafür. Es war einfach nichts da. Die Community war so lala, jetzt nicht ihr unbedingt, aber allgemein die YouTube-Community. Also ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber für mich ist YouTube die letzten, ja sagen wir das letzte Jahr komplett untergegangen. Es ist einfach nicht mehr das, was es war, was es einfach war. Damals hat jeder Videos aus Spaß gemacht. Man hat einfach die Cam angemacht, Video gemacht. Man hat ein Spiel angemacht, hat gezockt, hatte Spaß, hat ein Video gemacht. Jetzt ist das nur noch Geld. Die Leute sind nur noch am Flame. Jedes Video ist scheiße, dies ist scheiße, alles ist scheiße. Und irgendwie war es, ich weiß nicht, es war einfach scheiße. Und da habe ich gesagt, so, tut mir leid, ich habe keinen Spaß. Ich habe da mehr Spaß am Livestream. Weil da waren jetzt nicht diese blöden Kommentare, mach mal jeden Tag ein Video. Sondern es war einfach, keine Ahnung, du machst den Stream an, du zockst, du hast Spaß, die Zuschauer haben Spaß, die Zuschauer können mit dir reden, es war einfach geil. Und jetzt, weiß nicht, jetzt war eine lange Pause, jetzt war eine sehr, sehr lange Pause. Ich glaube, wir haben innerhalb der letzten 4 Monate vielleicht 4 Videos hochgeladen, wenn überhaupt. Und die Qualität der Videos war, wollen wir mal weglassen. Ja, ne? Und jetzt ist das DayZ Origins 1.8 Update wieder da. Heißt also, wir selber haben wieder Spaß am Zocken. Zumindest habe ich wieder Spaß am Zocken, was Origins angeht. Vorher war für mich DayZ, ihr müsst verstehen, 3 Jahre lang DayZ gespielt. Irgendwann kannst du auch kein DayZ mehr sehen. Das ist, ich sage immer wieder im Stream, der Vergleich. Das ist, als ob ihr jeden Tag morgens zum Frühstück ein Salami-Toast ist. Nach 4 Tagen könnt ihr schon kein Salami mehr sehen. Und das war für mich dasselbe mit DayZ. Ihr kennt meine Vergleiche, sind die besten Vergleiche ever. Eigenlob stinkt, aber nein, Spaß. Jeder kennt meine Vergleiche, sind die schlechtesten, die es überhaupt gibt. Und ja, wir sind wieder unterwegs mit der Mila. Die Kleine hat sich gut gemacht. Schaut euch mal an, die sieht aus wie so ein kleiner Bär. Mila! Denn ich bin mal wieder zu Besuch bei der kleinen Mila. Ah, die ist schon ordentlich gewachsen, guckt euch die mal an. Oh ja, du weg, dann sieht man dich. Guck mal da rein. Da sieht man gar nicht, man sieht nur schwarz. Es ist wie so ein kleiner Bär. Du Wollknolle, ey? Wollknolle. Kleiner Hund. Komm, Mila. Und ja, Leute. Mila lebt noch. Nebenbei, ihr geht's übertrieben gut. Ich muss mal gucken. Ihr kennt es, naja. Keine Hunde dürfen kommen, weil ich habe keine Hundeleine, nichts mit. schlimmer Fing, ey. Aber, Leute, was soll ich sagen, ne? Die Mila ist jetzt kein Spaß, oder? Das ist jetzt wirklich ungelogen, ne? Auch wenn ich oft scherze. Die Mila ist jetzt, ich glaube, jedes dritte Wochenende auf einer Hundeausstellung. Und die sahnt da jedes Mal Pokale ab, Mann. Jedes Mal 2 Pokale oder so. Der hat jetzt, glaube ich, in Folge jedes Mal beste Hündin ihrer Rasse abgesahnt und noch irgendwas, keine Ahnung, irgendwas mit Erziehung und hast nicht gesehen und keine Ahnung, aber guck die mal an. Da kann es jeder verstehen. Das ist einfach, das ist ein Bär, Mann. Das ist ein Hund. Das ist ein Hund, Leute. Nicht so ein kleiner Dackel oder so, den man unter den Arm nimmt oder in die Tasche steckt. Das ist ein Hund. Das ist ein Wachhund, für die, die es nicht kennen, glaube ich zumindest, ist ein russischer Wachhund. Also die Rasse. Kleiner Mix aus dem Elder Terrier, aus dem Riesenschnauzer, hassen nicht gesehen. Gibt es in Deutschland, glaube ich, kaum. Also auf jeden Fall, Leute, was gibt es noch zu sagen? Für die, die immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen, dem empfehle ich auf jeden Fall, wie immer, Facebook liken. Den empfehle ich, im Stream vorbeizuschauen. Also die meisten DayZ-Aufnahmen werden wahrscheinlich auch aus dem Stream sein. Ich werde aber auch nicht nur DayZ bringen, ich werde auch, ich habe mega Bock auf CSGO Overwatch. Geht auch ziemlich schnell, also das ist für mich perfekt, weil ihr wisst ja, DayZ muss ich immer schneiden, müssen wir aufnehmen, müssen wir gute Sachen erleben, alles. Und das ist nicht so einfach, Leute, das ist nicht so einfach. Da investiere ich schon sehr, sehr viel Zeit, ihr müsst ja überlegen. Stream ist ja nicht mein Hauptberuf, nee, das ist ja so nebenbei. Und dazu gehört noch Vorbereitung, Nachbereitung. YouTube gehört Vorbereitung, Hochladen, Nachbereitung, Thumbnails machen, alles Mögliche. Alles Mögliche, weiß ich.
Ah, Junge, die haben die Bank gefärbt. Die war, glaube ich, letztes Mal braun. Und ja, ne? Was gibt's da noch zu sagen, Leute? Deswegen, für die, die aktuell sein wollen, wir streamen also immer noch. Wir haben unsere Streamzeiten, glaube ich, nicht geändert. Also ich unterscheide immer die YouTube-Zuschauer mit dem Stream-Zuschauer. Deswegen gebe ich euch mal so ein kleines Update. Allgemein spielen wir noch auf, oder im Stream spielen wir League of Legends. Meistens immer nachts. DayZ, damit fangen wir meistens immer den Stream an. Dann gucken wir, ob wir was erleben. Meistens, oder was heißt meistens, manchmal kommt noch ein Hacker, fängt an, unseren Server nach 10 Minuten kaputt zu machen. Dann können wir halt natürlich nicht DayZ spielen, dann schenken wir um auf CSGO. Ist auch ein Spiel, was wir immer noch sehr oft spielen. Zurzeit gamblen wir wieder. Der Mucker, der Boy, der hat heute Nacht 2 Knives gewonnen. 2 Knives. Digga, ich bin wieder am Start. Komm, Mila will weitergehen. Komm, Mila. Die Mila, die lässt mich einfach nicht sitzen. Da ist eine Maschine. Ja, deswegen, Leute, bei mir baumelt die ganze Zeit meine Musik, aber wenn ich die rein tue, dann höre ich wieder Dame. Oh, Dame. Okay. Deswegen, Leute, wir haben jetzt einen Twitter-Account, den wir aktiv verwalten. MuckaLP, unten in der Beschreibung verlinkt. Facebook, Steam-Gruppe, da kündige ich immer die Streams an. Wenn ihr da folgt, Leute, bei den drei Sachen, ihr werdet definitiv keinen Stream mehr verpassen. Meistens geht er um 18 Uhr online. Manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, manchmal 4 Uhr morgens an oder so, wenn ich nicht arbeiten muss oder in die Uni muss, dann geht auch mal morgens ein Stream an, Boys. Ja, auf YouTube ist natürlich eine Sache, ne? Wie sieht es jetzt mit YouTube aus? Ich habe jetzt ein paar Videos hochgeladen, wahrscheinlich, bis das Video online ist, ne? Sind wieder 2 DayZ-Videos online. Ich habe noch ein paar geschnitten, heißt also, ich habe auch ein bisschen vorproduziert. Ich weiß aber nicht, in was für einem Intervall ich hier hochladen werde. Ich weiß nicht, ich möchte auch keine Zeit sagen. Für mich wäre am liebsten immer freitags oder so, aber ich will auch ein bisschen mehr bringen. Heißt also, ich werde zwischendurch mal einen Overwatch hochladen. Vielleicht machen wir ein FAQ oder so. Ihr stellt uns Fragen, wir beantworten die. Heißt also, können beliebige Fragen sein wie, hey, wie findest du den neuen Star Wars Trailer? Star Wars jetzt nebenbei. Ich find's geil. Aber ne, da werde ich dann natürlich mehr dazu eingehen. Vielleicht bei einem Overwatch, vielleicht bei einem DayZ oder so. Hintergrundspiel. Und können natürlich auch andere sagen, Seelensorge fragen oder sonst was. Wenn ihr auf sowas Bock habt, wenn nicht, dann natürlich nicht. Sonst bleibt es weiterhin auf jeden Fall bei DayZ erstmal. Solange es mir Spaß macht, solange wir Aufnahmen haben und ich die Zeit habe, das zu schneiden, kommt es definitiv. Overwatch, wie gesagt, sehr, sehr schnell aufzunehmen, sehr einfach aufzunehmen. Man sieht lustige Sachen. CSGO Cuts, ich habe mich wirklich an CSGO Cuts versucht. Ich hab's nicht versucht. Ich mache auf jeden Fall die Frags. Also, wer weiß, wir sind Global Elite in CSGO. Die Frags, die ich mit der AWP mache, die macht kein zweiter. Aber ich habe nicht die Skills, die zum Beispiel jetzt ein Bibernator oder wie die alle heißen, Trillux oder Hassen nicht gesehen oder haben, weil ich kann nicht so schneiden wie die. Die machen. Man muss echt mal respektieren, was sie für eine Arbeit machen. Das ist sehr aufwendig. Das benötigt sehr viel Skill. Den habe ich einfach nicht. Sieht ein bisschen erschöpft aus. Ich glaube, mein Dad, der war heute Morgen mit der Frühgassi. Oh Mann. Deswegen wird es erstmal bei, also ich kann euch nur sagen, für mich kommt bisher nur DayZ und Overwatch in Frage, League of Legends oder so. Weg mit dem Scheiß, was willst du da auf YouTube mitmachen? Geht nicht, außer du bist so ein Hand of Blood, hast einen geilen Humor, dann kann man es machen. Vlogs werde ich zwischendurch auch mal machen. Weil ich halt überlegt habe, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder wenn ich einfach mal so Bock habe, über ein Thema zu plaudern, setze ich mich vor die Cam hin, mache euch irgendeinen Hintergrund an und dann wird es im Hintergrund... Oh, da kommt ein Auto, oder? Ist abgebogen. Ne, es biegt jetzt ab. es wird auf jeden Fall... Dann setze ich mich einfach, sage ich mal, vor die Cam, lasse euch im Hintergrund Animation laufen, keine Ahnung, Wasserfall, Spiel... Vielleicht DayZ-Spiel, vielleicht CSGO-Spiel oder so. Ja, tut mir leid, ich bin ein bisschen krank. Ich muss schniefen. Laufen und in der Zeit werde ich euch zu dem Thema meine Meinung sagen zum Beispiel. Auf sowas habe ich auch Bock. Ja, und das sind die Hauptsachen. Deswegen, Leute, ich denke mal, wir machen hier auch Schluss. Haben schon viel genug gelabert. Langsam kommen wir auch dem Haus näher. Nebenbei sehe ich die Mila nur noch vielleicht einmal im Monat, weil ich einfach gar keine Zeit mehr habe. Leute, haut rein! Danke für die Unterstützung, dass ihr immer noch da seid.
Wir waren ja jetzt, wie lang? Wir waren gefühlt 5-6 Monate inaktiv auf YouTube. Muss auch erstmal bedenken, danach immer noch so aktiv oder was heißt, so viele Zuschauer zu haben. Ich dachte eigentlich, eine Woche bei YouTube, dass man, wenn man eine Woche bei YouTube nicht mehr da ist, dass komplett alles weg ist. Aber ist es nicht, Leute. Deswegen haut rein. Danke für die Unterstützung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.